Frozen Hosen. Frozen Hosen. Es geht los, Crew Heiko! Okay, es geht schon los, oh mein Gott! Ja, Mann. Lemulke geht direkt rein mit den. Oh. Ist Wobbeln erlaubt? Nein. Okay. Wobbeln ist nicht erlaubt! Oh, oh, okay. Okay. Paula, ab geht's, Digga! Lemulke geht auch. Mario ist drin. Julio? Warte, sind das alle? Ja. Jüngste Ule. Jüngste Ule. Ja, Mann. Let's go, Paulo. F-Smash, genau. Ja, richtig gute F-Smash. Ja, so, okay, sowas in der Richtung. Halt. Oh no. Oh, Gott sei Dank hat er sich nicht in den Kopf gestoßen, Alter. Das wäre was gewesen. Halt. Oh. Oh, oh no. Lemuren Lehnsherr. Fick ihn jetzt, Digga. Oh, nice. Schön. Jetzt hol ihn! Du verlierst keinen mehr jetzt! Das Geheimnis! Ist, ja. Ja, das ist tatsächlich ein guter Kampfkick gewesen, würde ich sagen. Oh, schön. No. Oh mein Gott! Als hätte es Corona nie gegeben, ist er am Shortenen, Junge. Und der Wave-Touch-Zacker. Nice, zurückgezogen, das gefällt mir gut. Oh, und das hätte Nana sein können, aber sie war ein bisschen unverwundbar zu dem Zeitpunkt. Oh, die Down Smash, ja, okay. Die Eier waren sehr, sehr stabil. Ich hab mich antizipiert. Mach mal ein paar gute Down Smashes hier und dann hat er. Oh, okay. Oh. Nice, das könnte das Dog sein. Oh, die F-Smash, das reicht aber nicht, er muss sie noch finishen. Nein, was? Kein Wobble, oh mein Gott. Gott sei Dank. Nice, Nana kommt aber wieder. Get up attack! Ja, genau. Nee, Rolle ist besser. Get up attack hätte sie getroffen. Ja, genau, aber dann geht sie rückwärts und dann kann sie gar nicht. Ah, okay, verstehe. Weil wenn sie dann noch. Wenn sie gerade so noch rüberkommen würde, dann hat sie dann ein Problem halt. Schön. Oh mein Gott, es werden nur noch weaker Hits getroffen. Außer die war nicht so weak, die war nicht so smash. Okay, alles klar. Letzter Stock von Lemurenkönig, ich glaube aber, das ist der Anfang von was ganz Großem. Das sehe ich eigentlich genauso. Ja, Mann, let's go. Aber das Ding ist. Verlierst du aber keinen Stock mehr. Ja, das glaube ich auch. Das habe ich zwar vorher auch schon gedacht, aber jetzt stimmt es vielleicht. Jetzt denke ich es auch. Das ist ja auch ein ganz neuer Lemurenkönig, der hier vor uns steht. Oh, shit. Oh, schöne Rolle. Schön zurückgegangen, sehr gut. Oh mein Gott. Oh. Ja, schön raus die halt. Nice. Da muss man über starke Moves eigentlich machen. Oh, da kommt ein F-Smash. Oh, der hat die gar nicht antizipiert. Okay, alles klar. Relativ fragwürdige die Eier an der Stelle. Und Nana kommt an die Kante, ja. Sie hat den Rejump nicht gemacht, weil sie nah genug dran war. Und er probiert es von der Seile. Nein. Oh, die Nana. Oh, die Nana hätte ihn fast zum Popo gehauen, aber. Oh mein Gott, Nana. Komm schon. Das war's. Ah, warum hat er nicht die Eier? Ich glaube, wir machen was schicken. Okay, wir schicken mal. Gegen wen haben wir alle verloren eigentlich? Guck mal nach. Guck mal schnell nach. Das ist unser Vorteil. Ich glaube, Fabi wäre hinten. Ja, aber der kann ja nicht wobbeln. Also. Er darf ja auch nicht. Ja, verstehe. Dann okay. wollen wir das machen. Ich meine, Dennis war wahrscheinlich kein Stock. Ja, aber dann gegen Dennis schicken sie dann schickt sie halt Jan und Jan grindet sich halt runter. So. Genau. Also selbst wenn ich gewinne. Ja, genau, das ist halt das Ding. Und dann grindet er mich halt runter. Das ist halt dumm. Wir können halt dich für sowas aufheben. Dann haben die halt keinen Counterpick gegen dich. Das würde jetzt zum Beispiel an Ofens reichen und schicken wir halt gerade du Forstocks den. Oh mein Gott, das ist sehr schlecht für uns. Also ich persönlich wäre für Fabio. Ich glaube, Fabio wäre da nicht drauf gemacht. Ich habe auch richtig in die Hose gegangen. Was ist Tabi Gold? Also, Kapitän. Hey! Ich bin der Kapitän. Ich bin der Mannschaft.
Er ist back in action. Jedo 88. Jedo 88. Rückkehr der Jedo 2021 und fucking Dragé. D-Rage. Mit dem bin ich, 2015 auf Turniere geflogen, Alter. Digga, mit dem. Da war der auch noch nicht mal mehr neu. Ach so. Was ein Jedo, ja. Aber FD. Ach so, ist FD, habt ihr FD ausgemacht? FD ist doch mal. Kannst einfach mit darüber haben wir noch nichts wissen, das Ding auch. Ich glaube, wir haben das. Nee, doch nicht. Dann mach einfach Zettel, dann sind alle da. Und die. Achso, da ist er. Nee, das ist, ihr müsst die in dem Screen auch. Sorry, es ist so hässlich. Ja. Ganz unten rechts. Restart ist das Crew Battle. 3.99. Ja. Damit hier niemand stallen kann. Okay, das geht los. Let's go. Mali hatte zwei verloren oder einen? Zwei. Hat Mali wirklich zwei verloren? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Nee, das wollte ich nicht aufmachen. Ich wollte das auch nicht. Wo ist denn dieses Stream? Da. Da. Also das geht ja gar nicht. Dragé. Einfach weg. Schau doch, Crew Battles hin. Wo steht, dass die Crew Battles steht hier? Oh, schön, schön. Genau so nämlich. Genau so. Du kannst jetzt updaten, aber dann musst du auch noch. Da steht auch Grand Final. Du musst. Ja, ich guck gerade, wo das steht. Da links, genau. Best of Crews. Oh, Mali, stellt das jetzt wertvoll raus? Oh, okay. Okay, und das ist Fabio. Aber ich habe Fabio von der DI erzählt, die er dann machen muss. Und er hat genau richtig gemacht. Er hat den Stock halt nicht verloren, deswegen. Ja, Fabio ist so schlau. Ich schwöre. Ah, okay. Schade. Egal, let's go, Fabio! Die können ja danach keinen reinschicken. Weil Fabio zu gut ist. Ja. Das wissen die noch nicht. Ja. Oh, wow, okay. Fabio, du bist zu gierig erstmal. Sei mal nicht so gierig. Ja, und dann genau der Nice. Okay. Livin. Ah. War ganz schön optimistisch von mir. F-Smash ihn. Nein, er soll nicht so gierig sein. Doch, F-Smash ihn. Jetzt. Oh. Nein, das machen soll. Ich hab's genau gesagt, Mann. Ja, wir haben das nicht anticipated, das Eisfall, was so gut ist. Ja. Oh, egal, Fabi, du lebst, alles gut. Du ziehst diesen Stock jetzt. Nice. Oh, shit. Schade. Das hätte er die ganze Zeit machen sollen. Nice! Er hat die ganze Zeit die Games Ding gemacht. Nein, das stimmt nicht, oder? Das sind 8 Leute, ne? Ja, 32 Stocks. Das ist ein ganz großes Crew Battle, das könnte ziemlich lange dauern. Ach Quatsch, das geht schnell jetzt. Ich
Wir haben zwei. Nee, warte mal, Fabio hat noch einen, ne? Fabio hat noch einen. Also sind wir bei. Update das. Marius. Wir sind bei 28 Stocks. Okay, Ali. Wo steht denn das? Steht es hier irgendwo? Ende erstmal auf Niki. Wo steht was? Wo die Stocks, ob die hier irgendwo stehen, aber die stehen hier nicht. Ach so, weiß nicht. Warte. Best of Cruise. Mach Best of One einfach. Und dann, ja, dann sehen wir die Stocks. Okay, alles klar. Wow. Ich bin Streamer jetzt, ich verstehe es. Krass. Aber mach halt, also ändert das sich bei jedem Stock, oder? Also, ich will ja, man muss einfach nur plus minus drücken. Achso, okay, dann. Ein Veto pro Spieler. Ein Veto pro Spieler. Also Niki hat gibt's ein Veto. Gibt es einen Unterschied zwischen Spieler und Person? Okay, ne, der Spieler ist ein Gamer. Ja, ja. Und die Person ist ein Mensch. Genau. Ja. Aber hier geht es nur um Gamer. Oh, das ist. Wir sind Omega Giga Gamer. Mir ist was richtig, richtig Dummes eingefallen heute. Okay. Frauen sollen keine Videospiele spielen. Das heißt Game Air, nicht Game C. Yo, let's go. Anyway. Du hast es einfach verstanden, mein Freund. Kein Sexismus. Am Ende des Tages hast du einfach verstanden, wie ein nicer Joke funktioniert. Ja, ja. Okay, Niki gegen Dragé. Fabio noch mit einem Stock und jetzt ist seine Zeit. Jetzt ist seine Zeit. Marley hat 7 gezogen. Wir wissen, seine Zeit ist auf jeden Fall jedes Mal. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4. Oh shit, okay. Okay, Niki klackert die Tasten, Alter. Oh mein Gott, Fabio. Okay, Fabio mit einem kleinen Update und es wird weiterhin gecrouch-cancelt. Hat sie einen Crouch-Cancel-Knopf? Ja, ja. So anders als, als den Stick-Knopf, ja, sozusagen, also noch ein extra Crouch-Cancel-Knopf. Wusstest du, dass die Box, auch man kann da einem schummeln. Ach, das ist ein Schummelmodul. Einfach Wave-Dash-Knopf einfach, wirklich, das ist krass. Ey, so haben wir früher so Action-Replays und Game-Shark und so haben wir Schummelmodul genannt. Ja, ja, ich auch. Ach so, und so nennen wir die Box jetzt ab heute auch. Das Schummelmodul. Ja. Okay. Oh, sie schmutzt halt wirklich. Oh no, Fabio! Oh wow, nice von Fabio! Noch so einer. Oh, ja. Nice, Fabio, schön! Ah, schade! Ah, da ist es, da ist es! Wollen wir Jojo oder die Jojo von unserem Team? Wollen wir Jojo reinschicken? Ja? Jojo! Jojo! Das ist Abi! Jojo Monster 3, 4, 9. What a cruise, ha? Huh? Marius! Wir sind bei 24 Stocks. Okay, wir sind 28 gegen 24. Wir sind einen ganzen Spieler hinten. Das ist okay. Weil wir haben noch ein paar sehr starke Leute hier. Das stimmt. Wir haben Michele. Wir haben Michele, der ist stark. Ja. Wir haben Marius, der ist stark. True. Hier ist Geldjunge, der ist auch noch stark. Ja, geht so. Jojo ist sehr stark. Jojo ist einer der Besten. Jojo ist einer der Besten. Und du bist auch stark. Und ich bin auch ganz stark. Eigentlich sind wir alle starke Ärzte. True. Nice. Oh, guck mal da. Wenn ich jemand vertraue, dass der jemand vorstalkt, ein Fox, dann ist es Jojo. Dann ist es Jojo, auf jeden Fall. Jojo, deutscher Arthur, wenn du so willst. Oh! Deutsche Arthur! Und da geht ein Stock flöten, ohne viel Gegenwehr. Ich hätte nicht besiegt im Bracket. Same. Bin froh, dass ich Jan hatte. Ich bin froh, dass ich Arthur hatte. Oh, schade. Okay. Oh. Detect her in place! Sie ist gerade weggerollt. Oh, zu schlau einfach. Ich weiß nicht, was sie abgibt. Ah! Oh, Jojo! Okay, Jojo. Einen für die Heilsarmee. Jojo ist dein eigener größter Feind. Der Einzige, der Jojo jetzt noch aufhalten kann, ist Jojo. Ist er selbst. Okay, Anni schlägt eiskalt zurück. Jojo besiegt sich einfach. Aber ja, nee. Anni spielt auch sehr sick gerade. Ja, Crouch. Oh mein Gott. Ja. Oh, er wollte reverse neutral beam. Das war Snapback. Nein, denk ich doch an. Ja, no panic. Ja. Oh, ich glaube, Adi muss noch höher gesiedet werden. Ich glaube auch. Oh, ich glaube, hier gibt es Marv Vides. Oh, und jetzt nicht mehr.
Und ab jetzt, jetzt tried er. Nun wird er versuchen. Oh nein, nicht so. Nun wird er probieren. F-Smash. Nein, der ist doch nicht Arthur. Arthur ist der, der da immer F-Smash. Nice, Jojo. Oh mein Gott. Jojo Monster 7. 7. 7. Digga, wie viele 7 kommen noch? Ich glaube, da kommt noch einer. Oh, okay. Ah, okay. Ein Let's Dash für die Confidence. Noch ein Let's Dash für die Homies. Oh, er ist Arthur. Zum Frühstück. Auch das? Das ist der Stock von Niki. Okay, Jojo macht langsam aber sicher das Comeback, was unsere Crew ganz dringend benötigt. Und wieder die F-Smash. Einfach rando da reingeschmissen. Manchmal ist es so, ne? Manchmal machst du. Ich kenne das. Ich mach das mit einer Down-Smash. Ja. Meine trifft noch selten. Man muss es auch respektieren. Auf eine Art. Okay. Genau so. Oh, schön reingerollt. Ja, jetzt hat er wieder Stage. Und springt ja mit der Nähe immer rum. Da hat sich Alex vorhin aufgeregt, dass... Oh, schön ausgewichen. Ah, schade. Ja, das war ärgerlich. Sauber von Anni den Ball Volley genommen und rein ins Tor damit. Oh! Es wird einfach immer wieder die Get Up Attack gemacht und Jojo hat sie nie auf dem Schirm. Jetzt hat er sie endlich auf dem Schirm und da kann er sie nicht punishen. Wie ärgerlich! Too little, too late für unseren Monstermann. Oh mein Gott! Wow! Wow! Schick mich jeder rein, oder? Den machst du kaputt, Alter. Und jetzt sind wir 5 Stocks hinten. Dang. Ich bin ehrlich, Leute, das sieht wirklich gut aus. Okay, natürlich, wen sonst? Danach, aber danach geht's ab. Weil ab jetzt haben wir die Heavy Hitter. Ach so. Bist du eine gute Zeit, Tom Hawk? Okay, Juggle gegen Niki. Das ist eine nicht seltene Losers Bracket 1 Konstellation, die hier aufeinander trifft. In diesem Fall hat Anni aber nur noch einen Stock und Michele noch alle 4. Es könnte also durchaus spannend sein für alle Beteiligten. Ja, Niki, du hast nur noch einen Stock. Anni! Anni ist viel zu wild. Sie will einfach Tasten drücken. Sie ist ein Hacker, sie drückt Tasten schnell. Das kann man sich sicher doch richtig reimen lassen. Ich habe das Gefühl, dass das hätte reimen müssen. 3, 2, 1, go! Das ist so ein alter Jonas Platin-Song. Ich bin ein Hacker, ich drücke Tasten schnell. Das machen Hacker wirklich. Ja, true. Genau. Und jetzt näher sie. Genau so. Einfach Overshoot näher. Jetzt weiß sie es. Das funktioniert immer. Okay. Ich kann mich nicht beschweren. Gegen mich funktioniert das wirklich immer. Oh, oh shit! Ja! Yeah. Oh. Homie Stock in Cruise? Hatte Anni keinen Bock mehr? Das war aus Versehen. Oh shit! Wow. Jedi Mind Tricks einfach. Sie hat gesagt, ich brauche. Und es kommt. Es kommt Ophis. Und jetzt geht's nämlich ab, denn unsere Strategie geht auf. Ja, Mann. Schicken wir dann Marius? Oder gewinnt Michele einfach? Ja, Michele gewinnt erstmal. Das steht für. Achso, Quatsch. Aber vielleicht steht er ja Young Link. Nee, aber er spielt ja Young Link eh. Ja. Ah, das ist gut. Michele, upthrow ihn einfach immer und abwehr dann. Dann häng dich ran. Und approach ihn nicht. Das ist zu Young Link. Nein! Werden Stock verloren? Ah ne, ja nochmal. Ophis spielt zu lange. Ja, nee. Ja! Das wird schwierig hier auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen, Ich hab die Farbe geraten! Let's go! Wunderbar. Das heißt, dass du. Wer kennt seine Atzen? Das heißt, Michele wird auch ausrasten. Was macht denn das? Ophis wehtot. Fair. Er sagt, diese Stage ist mir nicht neutral genug. Auf eine Art.
Vielleicht stellt ihr mal fest, dass der TV bleibt. Ja, ist das die schönste Sache der Welt, oder was? Dang, seine Ente Gassi führen? Im Wasser? Das bei Enten ist ja das Geile, du kannst sie in allen Ebenen Gassi führen. Im Wasser, an Land und in der Luft. Wow. Enten, das versatilste Haustier der Welt? Man fragt sich manchmal, was bei Enten eigentlich der Standard, genau so, der Standardbewegungsmodus ist. Weil die können alles. Oh, ja! Oh! Oh! Oh shit. Nicht verunsichern lassen, Michele. Einfach weiter schieben, dann, aber was soll er machen? Dich grabben? Lol. XD. Und jetzt die. Ja, das kannst du ihm nicht verübeln. Das kriegt er hin! Das kriegt er hin! Nämlich. Und ranhängen! Ah, schade. Ja! Oh! Jawohl. Der Bogen von der Elle. War das ein Smash? Wahrscheinlich. Oh, was geht? Jan ist auch da und Michael ist auch da. Let's go. Ja, alle sind da. Jeder ist dabei. Jedo ist dabei. Niemand ist dabei. Oh, das mache ich auch immer mit Peach, aber. Ich würde es mit Young Link auch machen, wenn ich die Bombe und mich an die Kante hängen will. Klar, normal. Wow. Home Office. Ja, Mann, genau so. So nicht. So nicht. Luigi, Heihachi, Detektiv Pikachu, niemand ist dabei! Luis Bamana Boni, holy shit, Melee Tournament gibt's wieder in Persona. Yes, heute ist das erste Mal, Dicker. Das erste Berlin Weekly in Persona. Wieso grabben die nicht? Also, die grabbt er nicht. Ich wollte gerade sagen, der Youngling muss jetzt nicht unbedingt seinen Grab raushauen. Nee, der nicht, aber das ist deswegen. Oh, da macht das! Kein Punish. Das hat nicht. Wow, was ist hier gerade passiert? Fabi und ich haben unsere Soul-Link-Connection wieder entdeckt. Let's go! Einer geht noch! Michele, es sind nur noch zwei Stocks, Dicker. Es ist wirklich nix. Er spielt Young Link. Du bist einfach nur ein Kind. Es ist wirklich einfach ein Kind. Du bist ein gestandener Mann. Die dürften nicht mal im selben Stadion spielen, wenn es nach mir geht. Grab ihn! Wenn er immer in der Luft ist? Immer. Du kannst immer Stuff und grabben. Oh oh. Stimmt. True, du kannst in der Luft grabben, klar. Abbiegen. Genau so, Mann. Und dann grabben. Nice. Ja, schön, schön, schön. Schön. Oh, gut ausgewichen. Dafür war er da. Und das ist es. Okay, alles klar. Also der brennt sich hier, den schicken wir denn jetzt. Wollen wir ihn reinschicken? Weil wir wollen nicht eigentlich als Nicky Counterpick haben. Ja. Also haben wir Marius? Sollen wir Marius denn? Ja, I guess. Ich meine, Young Link ist Jack, ne? Ja, ja, aber kannst ihn erholen. Oder wir schicken jetzt einfach ein großes Geschütz rein. Ich mach das einfach. Wir können weil ich bin ja oder wir schicken mich rein. Wir können ja mit mir können wir halt Nicky noch forcen. Ja. Und dann. Nee. Und dann forcen wir Nicky und ich kann ihm ein, zwei Stocks holen. Und dann könnt ihr ihn langsam aufräumen und den Rest. Könnt ihr dann machen halt. Okay. Soll ich das, alles machen? Klar, okay. Das ist risky, aber let's go. Ja, ist risky. Okay. Aber wir müssen langsam Plays machen. Wir liegen halt zweieinhalb Spieler hinten, Alter. Let's go. Aber wer kommt denn da noch? Nicky. Als ob die Nicky haben. Die haben sogar zwei. Bro. Couldn't be me. Okay. Kobobi gegen Home Office. Microsoft Office. Formerly known as Microsoft Office. Ja. Auch manchmal Open Office, wenn er sich jetzt ein bisschen zu sehr, wenn er seine Deckung runterlässt, dann ist er Open Office. Aber im Moment ist er einfach Rolf. Er hat seine Farbe geändert, den müssen wir auch nochmal adjusten. Weiß ich nicht. Sein Sponsor. Vielleicht ist sein Sponsor, wegen dem er hier ist. Oh, Konzi wird direkt getroffen. Sein Plan geht nicht auf. Nur Konzi zeigt Michele jetzt, wie es gemacht wird. Er hat sogar die Farbe gelassen. Ab-Air, ja. Da ist wieder eine Ab-Air und da ist wieder eine Ab-Air. Und jetzt sagt er, häng nicht ran und dann ist es das. Siehst du, wie er gesagt hat. Einfach wie er gesagt hat. Michele, es war gar nicht so schwer, wie du siehst. Siehst du? Er wurde, glaube ich, irgendwie einmal von einer Jab-Dings getroffen und einmal von einer Bombe und das war's. Oh. Pass auf, dass du es nicht jinxst. Oh ja, die Down-Smash kann schnell killen auf jeden Fall. Das ist gefährlich. Weil wenn er jetzt einfach nicht mehr getroffen wird...
Ja, es kommt nie. Ist auch schwer, Konzi, ist auch schwer. Aber Michael hat das getroffen. Ja, ja. Heißt das, er ist ein Gott? Haben wir ja wohl gesehen. True. Oh, Konzi, spiel mal den Feuer. Und da ist die Downsplash, von der ich gesprochen habe. Ja, Mann. Ein bisschen zu spät, aber... Oh, ja, da hat die Abwehr nicht getroffen. Die Plattform wurde... Oh! Aber er ist gelandet. Da muss man aufpassen. Oh, Konsti geht wirklich komplett fürs Ganze. Aufs Ganze. Konsti gibt keinen Fick. Und es wird ein Spiel veranstaltet, das mit dem Feuer betrieben ist. Okay, ja, und er lebt und da kommt er die Kante, genau. Und er ist wieder unverwundbar, sehr gut. Und das ist es! Yes, Konsti hat den Stock nicht verloren, das war wichtig für uns. Aber gute Leistung von Microsoft Office an der Stelle. Ja? Da macht sich das Microsoft Sponsoring auf jeden Fall bezahlt. Aber er ist nicht mehr von Microsoft gesponsert. Er ist von Home gesponsert jetzt. Home. Oder Rolf. Muss unbedingt mal mein erstes Event besuchen. Commentary ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, macht Spaß anzusehen. Dankeschön, Luis Bamaboni. Bamanaboni. Sind diese Caster etwa minimal biased? Wir sind beide in der Crew von Konsti. Ja, wir sind minimal biased. Nicht biased. Hallo? Wir sind halt, also es ist Cruise und die andere Crew hat niemanden zum Commentary geschickt. Sorry. Selber schuld. Da kann ich jetzt auch wirklich am wenigsten für. Ich meine, wir liegen vielleicht in Stocks hinten, aber wir gewinnen im Commentary. Sehr richtig. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, darauf kommt es doch an. Da haben die anderen sich nicht mal getraut, überhaupt anzutreten im Commentary. Ja, man, Maxi vs. Konsti, der WG-Klassiker. Einer der vielen WG-Klassiker. Okay. Nice. Gut, dann bin ich nun auch für die zweite Crew, das ist ja super Wackshit. Oh wow, Dr. Bashweiser, jetzt reicht's aber. Die Kommentatoren sagen, wie es ist, ich sag, wie es ist. Hey, oh, let's go! So, Konsti könnte jetzt für unsere Crew tatsächlich, wenn der Maxi vorstockt, ist es wieder ausgeglichen. Er könnte ausgleichen, ja. Ja, aber das ist eine ganz schöne Mammutaufgabe, der er sich hier gestellt sieht. Das ist ein Mountain, den er klettern muss. Oh, no! Und da... Zerbröselt der Berg, der Mountain. Nein, der Mountain wird heier. Oh, natürlich kein Stomp nie, natürlich. Ist auch schwierig, Konsti, ist auch schwierig. Ja, das ist der Stock. Aber du brauchst halt kein Stomp nie, wenn du Abwehr hast. Sehr richtig, ja. Ja, okay, Konsti, immer noch 3 Stocks hinten, also für die Crew. Er kann aber auf einen runter ausgleichen noch. Maxi hält aber wirklich gesund und sauber dagegen. Also er hat sich vorbereitet. Sich ja, der kam hier wirklich mit, also der kam präpariert um die Ecke. Der hat ja seine Box mitgebracht. True, er hat seine Box dabei. Es ist das erste Mal, dass er seine Box auf einem Turnier zeigt. Ich glaube ja, ne? Also auf einem Offline-Turnier. Oh mein Gott, und Maxi holt den Shinespike. Nein, okay, Gott sei Dank. Maxi hat ihn gerade mit dem Shinespike reversen können. Warum auch, Konsti? Nein, probier's doch, ist egal. Da ist wieder die Abwehr. Okay, ja, kein Edgeguard. Und da ist die Abwehr und da... da ist die Abwehr nicht. Oh, und Maxi! Maxi hat sich irgendwie verdrückt. Einer von seinen Knöpfen hat nach unten gezeigt und dann ist er darauf geraten. Die Knöpfe sehen halt auch alle gleich aus. Das ist sehr richtig. Da zeigt gar keiner wirklich so visuell nach unten. Da muss man schon wissen, was man tut an der Box. Alle die gleiche Farbe. Voll, ich finde es total verwirrend. Ich könnte mit so einem Controller nicht spielen, ich sag's dir, wie es ist. Da muss ein X und ein Kreuz und ein... Umso eindrucksvoller. Voll. Oh, oh shit! Ist das dieses? Oh, Konati Smash! Er hat ihn bei Michele gesehen, wollte es auch machen. Ja, voll! Er hat ja dieselbe Farbe, ich glaube, die Farbe verleitet einen dazu. Konsti geht nicht auf Stage. Er geht nicht auf Stage, weil er Schiss hat. Aber ist richtig so, man sollte auch Schiss haben in so einer Situation. Oh, er wollte sich ranhängen, aber er hat sein Waveland verschissen. Oh shit, Maxi hat das antizipiert aus der Kante? Kantizipiert? Er hat noch einen Sprung, aber das könnte es sein. Und das ist es immer noch nicht. Wir sind weiterhin am Leben. Oh! Da hat Konsti wirklich mit dem Feuer gespielt und ja, hat sich verbrannt, sag ich mal. Das ist nicht Project M. Sehr richtig. Und nicht jedes andere Smash-Spiel außer Smash 64. So smart. Wow. Das ist ein Deep Cut. Okay, und damit hat Konsti Maxi vom Bildschirm bereinigt. Bereinigt. Er hat ihn entfernt. Und wen schicken sie rein? Sie wollen jetzt Konsti aufweichen. Konsti, arguably unser stärkster Spieler sogar. Wen wollen die reinschicken? Was meinst du? Den Rest.
Achso, warte mal. Also wir haben. Ja, ja, genau. Genau. Also wir würden es. Das wäre halt mein. Wir sind aktuell zwei Stocks hinten, ja. Die haben noch Alex, Niki und Olong. Ah ne, Jan. Jan, nee, warte mal. Die haben noch Jan, die haben noch Paul, die haben noch Olong, die haben noch Niki, die haben noch vier Leute. Vier. Und wir sind noch drei plus zwei Stocks von Konsti. Wir sind noch dreieinhalb. Ja, wir, also wir müssen das mit Niki teilen. Irgendwie. Das ist halt das Ding. Ja. Ja, aber das werden sie nicht machen. Die sind clever. Chat, wie gefällt euch dieses Crewmatch? Ey, der Bescheidwisser. Bescheidwisser ist dein erstes Smash-Turnier, was du guckst? Das ist nämlich ein Chat-Regular in meinem Stream, oh. Der Bescheidwisser. Er hat mal gesagt, weil da steht ja der Bescheidwisser, er hat mal bei einem Streamer, der hat ihn mal Dr. Bashweiser genannt. Weil der wahrscheinlich nicht so richtig lesen konnte, weil es auch eine andere Sprache ist, als die er selbst spricht vielleicht so. Ja, ich meine, wenn man kein Deutsch spricht, ist das schon schwierig. Dann denkt man, vielleicht ist Dr. Bashweiser hier am Start. Ich meine, du musst halt schon viele Buchstaben auslassen, aber ja. Ja, ja. Ich schau schon Smash, du. Oh, sorry, Dr. Bashweiser. Oh, wow. Shit, er ist ein Connoisseur. Ein Connoisseur, ja. Aber hast du schon mein Berlin Weekly gesehen? Das ist nämlich, wo es sich befindet. Wenn du kein Berlin Weekly gesehen hast, dann hast du ah, das verboten. Er guckt das verbotene Spiel. Er guckt, was, PM oder was? Warte, ja. Jetzt die Frage, was ist das PM oder meinst du Smoosh? Oder Brawl? Nein, Brawl ist das Forgotten Game. Nee, Smash 4 ist das Forgotten Game. Smash 4 ist das Forgotten Game, ja. Ich bin mal gespannt, wen sie reinschicken. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ich habe mir hier völlig den Mund fusselig gequatscht. Fabio, übernimm. Anscheinend diskutiert die andere Crew immer noch. Okay, sie schicken doch direkt Niki rein. Das ist was? So, Marius hat gesagt, ich schaffe. Ach so, okay. So. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Marius und ich müssen gegeneinander. Wir gewinnen einfach und dann spielt ihr noch gegeneinander, um zu sehen, wer eigentlich gewonnen hat. Ach, Ultimate Casual ist schon nice, okay. Ja, also Maike sagt, ach, Smoosh meint er, okay, ja. Also Dr. Bashweiser meint Smoosh. Ja, Ultimate Casual voll geil. Ja, nur weil sie auf Turnieren voll Müll. Ja. Braucht ihr unbedingt hier Ultimate? Nein, wir brauchen keinen. Achso, ein Ultimate Command oder was? Ah. Nee, wir wollen uns nicht mit der Ultimate Community anlegen. Nee, vor allem nicht mit der Deutschen. Nee, da gibt's immer nur Ärger mit den Atzen. Wir wollen uns von denen distanzieren. Brut! Okay, Niki gegen Konsti, das war. Haben die heute überhaupt gegeneinander gespielt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ne? nicht. Warte. Nee, haben sie nicht. Konsti hat gegen Arthur gespielt zweimal. Ja, stimmt. Oh, das könnte das doch sein. Oh, das sieht so ganz danach aus. Oh, und Konsti kommt zurück. Oder auch nicht. Okay, aber guter Versuch, ja. Okay, alles klar. Niki bringt Konsti wieder sofort in die Bredouille und auch in die Bedrängnis, sich da offstage wiederzufinden. Das ist ein Matchup, das spielt Konsti auch nicht so richtig gerne, glaube ich. Also er ist ja von Khan für immer gesoulcrushed worden und ich weiß nicht, ob sich das auf den Rest des Matchups auch überträgt. Ich glaube, ja. Auch auf andere Foxes, ja? Aber ich meine, er hasst ja Falco sehr viel mehr, ne? Ja, aber es ist, vielleicht sieht er vor seinem geistigen Auge einfach Khan. Gerade. Möglich. Ich glaube, Khan hätte ihn jetzt schon besiegt. Ja. Khan hätte ihn vor 2 Minuten besiegt. Oh, Konsti geht nicht an die Ledge. Er geht sich den Stock nicht schnappen. Niki hatte schon tatsächlich den PayPal-Link gepostet. Ja. Holt er wenigstens einen Stock? Das ist die Frage. Ja, macht er! Oh, das ist es. Vielleicht. Nein. Khan ist wahrscheinlich zu Hause und spielt World of Warcraft. Ja, aber er spielt nicht mehr mit mir, er hat mich verraten. Oh, wirklich? Der mich und Luma. Let's go, da hat Konsti doch mal noch einen kleinen Stock gezogen von Niki. Das ist wichtig, das ist ein wichtiger Stock. Niki ist deren stärkster Spieler. Ja.
Gegen Falco spielt er so angenehm wie ein Leberhaken. Ey, Leberhaken ist super nice. Also das Getränk. Ja, nicht der Haken gegen die Leber. Nicht der Haken gegen die Leber. Okay, ja, Konzi kriegt ein Opening, aber ja, Niki, die eilt sehr weit raus und Konzi war nicht ready, da hinterher zu gehen. Oh, wow, was für eine Recovery von Konzi und... Da war der Konati-Smash. Na, ich glaube, das war absichtlich, wegen dem Ausweichenfaktor. Konati-Smash ist ja unbeabsichtigt. Konati-Smash ist, wenn er nien will. Beziehungsweise up-airen oder down-airen. Oh, das könnte das doch sein, aber nein, Falken ist ein Faddy. Ein verdammter Faddy ist es. Oh, das ist es jetzt aber wirklich. Am Ende des Tages... Okay. Der Mann des Geldes. Der Mann von Geld. Es ist Geld Money. Geld Money. Warte mal, welche Farbe spielt der jetzt? Blau oder was? Oh, Junge. Also, kann confirm, Leberhaken sehr nice. Ja, auf jeden, Mann. Alex, also Shima, ehemals bekannt als Devil, war ja letzte Woche hier. Wir waren letzten Samstag feiern und ich glaube, er hat seinen ersten Leberhaken genossen. Oh, der erste Leberhaken ist ein besonderes. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Was ist ein Leberhaken? Ein Shot, Hälfte Sambuka, Hälfte Jägermeister. Viel besser als beides einzeln. Das ist so verrückt. Ja. Ich hab jetzt an MMA gedacht. Ja, es ist der echte Geldjunge, der wahrhaftige Michael. Es ist der wahrhaftige. Die Rückkehr des Geldjungen. Ja, Mann. Geldjunge heute auch gut reingestartet in die Saison mit dem vierten Platz. Oh. Er hat, ich habe Winners Quarter gegen ihn gespielt, er hat Game 5 gewonnen. Nice. Und hat dann in Losers noch Game 5 gegen Sodrek gewonnen. Sodrek war 2-0 vorne, ja. 3, 2, 1. Geld! Ich setze mein Geld auf Geldjunge. Gute Wahl. Ich auch. Da ist auf jeden Fall gut angelegt. Das ist wirklich gut angelegt, ja. Geldjunge hat jetzt die Sodrek-Karte, die Sodrek-Farbe mitgenommen. Hat er sich vorhin verdient. So, Geldbube ist vom gesagt, Buben zum Jugendlichen geworden. Geldjugendlicher. Geldyouth. Die Upsmash reicht. Wow. Okay, deren Team jetzt weiterhin einen kompletten Spieler vorne. Oh, und das könnte es sein, und das ist es, ja. Da lässt sich Niki nicht zweimal mitten, Alter. Wenn der Gegner offstage ist, dann ist er aber rigoros, der Kollege. Aber Geldjunge ist gerade confident auf mich zugekommen und gesagt, weißt du was, ich würde da gerne rein. Ja. Und naja, dann passiert es halt. Ich denke mal, er macht das auch. Ich denke auch, dass er da durchaus noch Chancen hat. Und das könnte der Stock sein, er hat keinen Sprung, er hat keinen Nix, und das ist der Stock. Deswegen wollte er da rein. Und deswegen wollte er da rein, ja. Toria? Toria? Und ja, das ist ein Edgeguard, das nimmt er mit. Okay, Geldjunge hat jetzt noch in sich, noch ein bzw. zwei Stocks zu ziehen. Weil es ist, Niki scheint mir eine relativ unüberdringbare, unüberwindbare Hürde zu sein. Eine undurchdringliche Wand. Aber Geldjunge hat diese Wand ja bereits einmal penetriert. Jetzt muss er nur noch mal gucken, dass er den richtigen Bohrer findet und dann... Geht's nochmal los hier. Ich frage, ob er seinen Schlagbohrer mitgebracht hat. Ja, und dieser Ab erreicht und das war's. Das war's gewesen. Geldjunge, raus hier. Das ist nicht gut. Ja, da muss ich wieder eins kommen. Jetzt stellen wir die Trap-Card zu. Ich habe mir nicht auf unseren Trink reingefallen. Ja. Wir wollen leise. Wir haben allen unseren Skill an Dennis gegeben. Aber dafür haben wir niemanden einen Controller. Sechs Stocks Führung, das kriegen wir noch hin hier.
Das war uncool auch irgendwo. Danke. Das war richtig cool. Was hätte ich denn machen sollen? Hier, Niki, Alter, Missgeburt. Was sollte das damals? Das ging echt zu weit. Ja, schön, Marius. Er hat einfach zurückgeschaltet. Oh mein Gott, Marius. Wenn Marius mal Wave schalten könnte, Alter, das wäre so insane. Ja. Oh mein Gott. Für die Notch hat Marius bezahlt. Dann hätte ich immer zwei Stocks mehr genommen. Das wäre cool gewesen. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, das ist aber ganz aus dem Ich wünschte, dass der Mario zwei Leute vorstocken, aber das machst du doch einfach. Zwei. Eine, drei. Das ist die größte Emotion, die ich für dich, oder? Mehr als wenn er das Turnier gewinnt oder
Ey, Maris, mach das jetzt doch einfach nochmal. Okay. Ich habe leider das Gefühl, das ist einfach. The odds are not in your favor. Ja, das Ding ist, Maris fickt die halt alle. Heute war Marius' Bracket Run nicht so gut, aber sein Crew Run wird. Crew Run wird jetzt legendär. Er wird in die Geschichte der Menschheit eingehen. Jetzt macht er einfach erstmal Easy Forster. Ja, oh. Und danach noch ein Easy Forster. Ja. Und dann, wie viele Stocks haben Sie noch? Wen haben Sie denn gerade noch? Was? Wie viele Stocks haben Sie noch? 12. Oh, nice. Ja, easy. Drei Leute, ja. Betet mal für mich, für FD. Konsti. Konsti, du musst für FD beten. Hey, Digga. Er hat seinen ersten Veto direkt rausgeschmissen. Das war nicht so stark vielleicht. Okay, tut mir leid, das ist auch gut. Not good enough. Genau, du hast schon raus, Tu so, als wäre das Zenu und das ist das erste Match. Schön, genau. Und hoch, schön. Ja, das ist echt gut geworden. Ich glaube, man kann das machen. Jan könnte da nicht schnell werden. Oh, let's go! Oh, der zweite! Let's go! Lass dich einfach nur nicht ficken. Oh, grab, Alter. Wir grabben einfach zu. Easy. Woo! Easy! Nein, das war zu gierig. Das war. Ja. Jawohl! Oh, das ist. Das war knapp. Aber das dürfte es gewesen sein? Nein? Nein. Ja, ja. Jawohl! Oh Gott. Nein! Not like this. Das ist es nicht. Und der nächste. Der nächste aber killt. Du bist ja auch für die Tournament durch. Spaghetti! So much Spaghetti! Ja! 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 Ich hasse dich! Egal, mach weiter! Du machst das richtig gut und du kannst es! Okay, das Ganze jetzt noch zweimal! Ja, Digga! Ey, das. Weil das Ding ist, sie schicken jetzt so progressiv die besseren Spieler rein und er wird sie alle ficken, weil er währenddessen Level up. Das ist so Anime gerade! Ey, ich komm nicht. Ey, das ist so fucking verrückt, Alter. Los geht's, Digga. Niki hat tatsächlich nur einen verteilt. Wait, das ist 4? Nee. 8 ist so, ne? Genau. Das heißt, das ist jetzt. Wir sind bei 1. Baumwolle 8. Und das ist Drawstream ist bei 1. Genau. Niki hat kaum Forstocks verteilt. Er hat genau einen verteilt, glaube ich, an Dennis. Ja. Das war auch schlecht für uns. Aber das ist okay.
Aber ist okay, wir gewinnen jetzt. Wir gewinnen jetzt einfach, genau. Weil wir haben nämlich Marius. Marius hat schon 6 Stocks gezogen. So. Der Mann ist nicht welcher, zu stoppen. Welcher ist Marius? Der blaue? Nein, Marius ist der rote. Ja? Ah ja, stimmt. Ja, der hat 1 Stock. Aber ist okay. Er will erstmal das... Bibi, bub, bub, los geht's! Siehst du, easy. Das Problem ist, dass Baumwolle extrem so weird und janky spielt. Und das ist immer schwierig, weil du dann halt so, so ein, zwei komische Dinger wird er auf sich kriegen. Aber wenn er ganz viel shieldet, dann kriegt er das hin. Oh je. Ja. Okay. Ich meine, du musst einfach nur die Grabs kriegen. Das ist der erste. Pass auf, der Vollhaupt nur! Siehst du? Der kann gar nicht shorthoppen. Achte da drauf. Ja, schön. Und? Sehr schön. Er droppt das schon sehr, aber... Heute aber nicht heute. Nicht in diesem nicht heute. Oh mein Gott. Ja, Schein. Da, siehst du? Nein. Okay, vielleicht droppt er sowas noch. Bauen wir den Choke, Oh, was für ein Scheiß-Mike. Ja, Mann! Digga. Mach, es ist nur noch ein Stock. Und es ist ein fucking FD. Der hat so Angst gerade. Ist Choke-Wolle? Ei aus Stahlwolle 18, eine andere Zeit, Digga. So fängt es an. Ja! Ja! Noch einer, Digga! Noch einer! Postdoc Nummer 2 in Go! Du hast das einfach! Und der nächste ist ein Puff! Ein Puff! Stell dir das mal vor, der spürt Pummel in Luft! Das sind 10 fucking Stocks! Oh mein fucking Gott, Alter! Wir hatten 10 bis jetzt gezogen. 2 davon von Niki. Werden es 14? Stimmt! Okay, 1 davon von Niki, sind wir mal ehrlich. 2 davon von Niki. 10 Stocks! Wir nehmen diese! Es werden 14 werden. Es werden 14 geworden sein. Oh mein Gott, Marius, das ist absolut insane. Leute, wer auch immer gerade zuschaut, schaut bei Smash Geschichte zu. Das wäre, glaube ich, der insaneste. Das wäre das Bescheuerste, was ich jemals gesehen hätte, wahrscheinlich. Ich glaube, es soll schon passieren. Ruf es im Chat, Ben Fox. Der Bescheid, wisst ihr, Digga? Also, er fuckt einfach. Er fickt halt einfach. Das ist halt das Ding. Das kann man nicht anders beschreiben. Ich habe das Development als sein Mitbewohner in letzter Zeit beobachtet. Ich sag's, wie es ist. Der steht morgens auf, kommt in mein Zimmer, sagt, lass spielen. Ich sag so, okay. Und dann fickt er mich. Let's go, Marius! Schön. Sehr gut. Nice. Noch so ein und dann ist der erste Stock. Ich muss da echt mal aufpassen. Oh, zu gierig. Okay. Ja, schön wegschmeißen. Schön. Okay. Ja, okay. Das ist tatsächlich, also wenn einer ein Sexfox ist, dann ist das auf jeden Fall Mario. Oh! Der hat Angst! So schön. Das war richtig schön. Freunde, das war
Jedo 88. Wir verabschieden uns mit diesem doch sehr viel knapperen Crewmatch als gedacht. Es sah zwischendurch schwierig aus für unsere Heroes, aber Marius hat es nochmal sehr spannend gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei Jedo 89. Selbe Stelle, selbe Welle, sagt man in der Medienbranche. Und ja, ich muss auf jeden Fall ganz schnell nach Hause, weil ich muss morgen früh arbeiten. Auf Wiedersehen! Bis Denne, bis Nedo.